aktuell ist die Debatte so, dass eigentlich anerkannt ist, dass Grünflächen in der Stadt eine wichtige Funktion haben, um uns auch für den Klimawandel fit zu machen, die Städte lebbar zu halten, gesund zu halten. Was man aber beobachtet ist, dass diese Grünflächen in der Regel von Grünflächenämtern oder von irgendjemandem gemanagt werden, gepflegt werden und die Menschen die hauptsächlich nutzen, bestenfalls. Wir möchten, dass diese Flächen von den lokalen Leuten, von den Bewohnern mitgestaltet werden und nicht irgendein Landschaftsarchitekt am Reißbrett entscheidet, wie es aussehen soll. Das sind also neue Formen der Partizipation. Da geht es nicht nur damit, dass man einen schon fertigen Plan bewertet und vielleicht da und dort ein bisschen was ändert, sondern dass man den von Grund auf selber gestaltet. Und das ist das Neue. Das ist diese Forschungsrichtung, die begleiten wir ganz aktiv. Wir befinden uns hier gerade im Gutsgarten des Guts Hellersdorf in Hellersdorf in Berlin. Und heute hier findet das erste City-Team-Meeting statt. Für uns ist das City-Team eine Ansammlung von wichtigen Akteuren vor Ort, die zusammenkommen und wie so eine Art Fußballmannschaft sich aufstellen mit unterschiedlichen Kompetenzen, Stärken und gemeinsam sich entscheiden, was sie hier im Projekt umsetzen. Es gibt also keine strengen Vorgaben, was hier implementiert werden muss, sondern es gibt nur so übergeordnete Ziele, die man erreichen möchte. Damals auf mich zu und meinte, das könnte für eine Fläche, die er betreut, interessant sein. Wir als Wissenschaftler sind hier eher so die stillen Beobachter, die nicht eingreifen, sondern eher lernen, wie das funktioniert und wie das die Leute machen. Wir stehen da und dort auch mal für eine Nachfrage zur Verfügung, aber wir sind eher Beobachter und Lerner hier. Ja, mein Name ist Daniel, ich habe hier 2017 angefangen, im April, den Garten ein bisschen zu koordinieren, auch mit anderen zusammen. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir alle Experten sind in unserer Wahrnehmung, in unserer Praxis und dass wir als Forscher davon lernen können und vielleicht dadurch hinbekommen, diese riesen Lücke zwischen dem, was die Wissenschaft schon weiß und wie wir praktisch unser Leben verändern, nachhaltiger gestalten, schließen. Und dann haben wir nach links, da wo diese Bauteile stehen, das ist ein kleines Haus oder ein Schuppen, der da zusammengebaut wird noch. Ich hoffe, dass wir in der Ausstellung klar zeigen können, was wir als Wissenschaftler in dem Forschungsinstitut für Wissen generieren, was zur nachhaltigen Umgestaltung unserer Gesellschaft beitragen soll. Und vielleicht auch den einen oder anderen Umdenkungsprozess auslöst und was wir für Entdeckungen hatten in unseren Forschungsprojekten.